Ich heiße Stefan Tischler und bin Tubist im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Und in diesem Orchester spiele ich seit 2010, nachdem ich viele Jahre in verschiedenen anderen Orchestern gespielt habe. Meine Tuba hat keinen Namen, zumindest bisher nicht. Aber nichtsdestotrotz habe ich natürlich eine ziemlich enge Beziehung zu meinen Instrumenten, weil ich sehr viel Zeit mit ihnen verbringe. Als Tubist in einem großen Sinfonieorchester spielt man zwei Instrumente. Einmal die kleinere Basstuba, das ist die F-Tuba, und die große Kontrabasstuba in B oder in C. Somit hat man eigentlich zwei Hauptinstrumente. Am Anfang gab es erstmal nur eine Idee. Und zwar hatte ich den Traum, dass es eine F-Tuba geben sollte, die sowohl in der tiefen Lage einen sehr runden und vollen Klang hat und aber auch in der hohen Lage sehr tragend und obertonreich klingt, also sehr singend klingt. Sie sollte unten so gut losgehen wie eine große Tuba und sollte aber oben so klingen wie eine kleine Tuba, und das war die Herausforderung bei dieser Tuba. Ein neues Instrument zu entwickeln ist sehr aufwendig. Zeitaufwendig, kostspielig auch. Im Grunde genommen haben wir schon über 3 Jahre über dieses Projekt geredet. Von der Idee bis zum fertigen Instrument. Da entsteht immer etwas. Das ist nicht etwas Statisches, das ist nicht etwas nur Technisches, sondern auf diesem Instrument wird da jemand seine Seele reinlegen und er wird es lieben, das Instrument. Er wird es spüren, er wird das Instrument leben und mit Leben erfüllen. Und das versuchen wir hier in unserer Manufaktur, sage ich jetzt mal, schon vorher auch auszuleben. Das heißt also, wir geben diesem Instrument schon eine Seele oder wir versuchen es. Es ist sehr faszinierend, beobachten zu können, dass in so einem Instrument so viel Handarbeit und handwerkliche Kunst auch steckt. Das motiviert einen Musiker auch wiederum, irgendwie mit wunderschönem Klang zu spielen. Wenn man zuvor in der Werkstatt gesehen hat, mit wie viel Energie, Manpower so ein Instrument entsteht. Gefühl. Und man muss das Gefühl des Musikers im Grunde genommen auch noch mitnehmen. Also man darf sich nicht nur auf sein eigenes Gefühl verlassen, sondern man muss wirklich mit dem Musiker eng sein. Man muss verstehen, was er sagt, weil die Musikersprache ist ja eine eigene Sprache. Und wenn man nicht selbst Musiker ist, glaube ich, hat man keine Chance, das zu treffen, was er sich eigentlich vorstellt, der Musiker. Wir haben ja ein fantastisches Verhältnis zu all unseren Musikern. Ich sage ja immer, die Tubisten sind die verträglichsten überhaupt. Und von daher läuft das immer relativ harmonisch ab. Aber dann muss man natürlich mit dem Instrument ins Orchester und man muss dann in die Ensembles rein. Und ja, das ist der Moment, wo sich das Instrument bewähren muss. Wenn man es mit einem Kind oder mit einem Babyvergleich, dann ist es noch ziemlich im Anfangsstadium. Ich glaube, es hat noch die Windeln an und es braucht noch ein bisschen Zeit, bis die Tuba trocken ist, sozusagen.
Das Speziellste an dieser Tuba ist, dass sie in der Tiefe sehr, sehr schön weich und warm ist. Dass sie da sehr voll im Klang ist, was man ihr gar nicht zutraut, weil sie relativ klein ist. Und dafür, wenn man dann in die Mittel- und in die hohe Lage kommt, hat sie eine unglaubliche Brillanz. Und die Töne werden super getrennt. Sie ist sehr, sehr agil. Das ist eine tolle Tuba. Die Tuba ist am Ende ein wahnsinnig kompaktes, praktisches Instrument geworden. Das heißt, sie ist überhaupt gar nicht unhandlich. Sie ist nicht übermäßig groß und sogar sehr leicht geworden. Das hat mich am Ende dann schon überrascht.